Und willkommen zum nächsten Race in unserem Speed Gaming Live Qualifier Turnier hier auf Speed Gaming Deutsch. Ja, wir sehen jetzt hier heute Match 2 zwischen Talane und Schulze. Talane führt anscheinend 1-0. Ich habe leider das erste Spiel nicht bekommen, deswegen muss ich hier ganz auf das Overlay und unsere Tracker verlassen. Aber ich denke mal, da wird schon alles seine Richtigkeit haben. Dementsprechend hoffen wir, hoffen wir darauf, dass wir ein spannendes Race 2 zwischen unseren beiden Runnern erleben werden, Talane und Schulze. Und ja, begleiten tun das der Rane Tankier, das bin ich, und an meiner Seite habe ich heute die gute Maya. Hallo. Ja, und an den Knöpfen sitzt der Ruck heute für uns wieder. Auf den ist auch immer Verlass, der wird für uns den Überblick behalten darüber, was denn die Runner alles finden. Ja, müsste auch jetzt jeden am Morgenblick losgehen. Also, die halten sich schon beide bereit. Was die Sprites angeht, beide mit nicht viel Experimenten, auch wenn ich diese Variante des Shy Guys noch nicht unbedingt so oft gesehen habe. Aber generell sagt mir eigentlich überhaupt nichts. Hat ich jetzt noch nie gesehen vorher. Ja. Mit unterschiedlichen Starts. Beide haben jetzt nur ein bisschen Geld gefunden. Dann sehen wir auch Mapcheck. Wir haben Pendant Eastern und zwei normale Crystals. Doch mal, was der Tripol für uns bereithält. Viererbomben. Ja, das ist natürlich immer ganz nett. Gerade so am Start. Gucken, ob Talane den Tripol auch noch mitnimmt oder ob er anders farmt, beziehungsweise vielleicht auch aussteigt aus dem Wald und dann über die Südroute geht. Ja, also den Tripol nimmt man in der Regel immer mit, einfach weil die Wahrscheinlichkeit auf Bomben groß sind. Ich bin viel eher darauf gespannt. Schulze hatte jetzt gleich 10 Bomben. Wird er Front of Escape mitnehmen? Er entscheidet sich dagegen. Ja, ist natürlich die Frage, ob man es überhaupt trainiert jetzt. Wir spielen ja hauptsächlich oben. Da ist das vielleicht nicht ganz so drin. Es wäre aber halt natürlich auf jeden Fall eine Gelegenheit gewesen, direkt schon mal in die Front reinzugehen, die Items mitzunehmen und eben halt die doppelten Wege zu vermeiden, die damit vielleicht einhergehen. Und Talane findet noch 3 weitere Bomben im Wald und macht dann trotzdem den Safe in Quit, will nicht nach Kakariko gehen. Ich bin mal gespannt, ob das der Weg rüber nach Eastern wird. Er kann natürlich auch jetzt in die Südroute gehen und hoffen, dass er da die Flöte findet. Dann lohnt sich der Weg nach Kakariko halt doppelt. Also, kann man durchaus machen auf jeden Fall. Jetzt mit den 10 Bomben kann er natürlich auch die Medi-Moldom-Cave mitnehmen. Definitiv, ist eine Option, aber wir haben auch schon die Flasche im Wald gefunden, von daher. Na, ja, das macht die Südroute interessant eigentlich. Die größte Teil der Runner wird eher standardmäßiges Routing hier bevorzugen und Kakariko in dem Fall mitnehmen, aber ja, schauen wir mal, ob sich das für Talane auszahlen wird. Ja. Ist natürlich relativ unwahrscheinlich, dass sie die Flöte noch mitliegt. Aber man kann es halt nicht ausschließen. Oder Boots natürlich auch vielleicht für die Library, wenn das liegt. Oder ein Hammer. Ja, was natürlich der Vorteil ist, wenn er jetzt Dark World Access bekommt bis Kakariko, dann kann er direkt auch vielleicht gleich noch Village Altarcast mitchecken. Definitiv eine Option, die er hätte. Schauen wir mal. Auch wenn natürlich 3 Herzen beziehungsweise Dark World nicht ganz so nett ist immer. Ja, aber ich habe gehört, der Talane, der hat schon das ein oder andere Spiel gespielt, den einen oder anderen Rando Seed abgeschlossen. Ich glaube, der würde damit zurechtkommen. Das ist auch schon die Moonpearl. Wenn er jetzt natürlich noch den Handschuh findet, ist das ein guter Einstieg dann in Dark World auf jeden Fall. Ach, und da ist schon da? Ja. Titans mit wären jetzt natürlich noch ganz nett, dann muss er nicht den Weg außen rum nehmen. Auf Talane weiter bis zur Ice Rod Cave. Ja, die Krabbe. Aufpassen, das sind quasi die Endbüsse der Light World.
machen 2 Herzen Schaden auf Green Mail. Und bei nur 4 Herzen kannst du genau einen Treffer einstecken, dann ist der nächste auch schon tödlich. Daher. Stellt sich die Frage, warum gerade die so stark gemacht werden. Noch Somaria. Bei Schulze auf jeden Fall auch. Ganz nett. Weitere Waffe, die man für Minimolum Cave hätte. Und wir haben den Pilz auf oder in Ice Rod Cave. Eine Flöte jetzt leider nicht, aber wird jetzt interessant zu sehen, was er dann mit dem Dark World Access macht. Ich glaube, er wird jetzt erstmal diesen Pilz auch gleich abgeben. Ja, macht natürlich Sinn. Wobei er, ja, wenn er Save and Quit macht, kann er natürlich mit dem Somaria direkt Fake Bowdern sogar. Er hat ja den Hammer schon. Yep. Ja. Schulze zeigt uns das, was man halt mit der Goldbiene machen kann, wenn er ein bisschen Glück hat. Vor allem, wenn er nicht zu weit rechts steht, weil sonst greift die Biene lieber die Ente an. Hätte er noch ein Stück weiter nach links gehen müssen, dass dann Goldene Biene wieder zurückkommt, aber entscheidet sich auch dagegen. Set ihm halt 100 pro Biene auch dort. Er findet die Schaufel. Ja. Das kann er jetzt natürlich dann. Oh ja, CF gemacht hat er, das heißt, wird kein Fake-Border machen können. Muss natürlich ja, gut, ein bisschen. Ja. Er wusste natürlich nicht, dass jetzt der Somaria direkt in der. In Grigo liegt. Ist normalerweise auch kein Item, das du wirklich früh kriegst, weil das auch nicht wirklich früh benötigt sein kann. Ja. Das ist natürlich auch da wieder eine verpasste Gelegenheit. Da ist natürlich die Frage, wie er ja, es eingestellt hätte. Jo, aber zu lange für ein Reset oder sowas, dann kann man es auch einfach weglassen. Und was war jetzt bei Schölzer? Das ist ein Schwert. Ich denke, das will er ungern liegen lassen. Würde ihm auf jeden Fall seine Minimolum Cave noch ein Stück einfacher machen, aber auch generell ein Schwert zu haben, ist in fast allen Situationen besser als keins zu haben. Ja, auf jeden Fall. Jetzt natürlich auch die Frage, wohin die Flippers führen sollten. Also das kann ein starker Hinweis auf Flipper-Check sein. Wobei der schnelle Darkwoods-Zugang natürlich auch erlaubt, erstmal viele andere Sachen zu checken, um vielleicht nochmal ein bisschen Geld zu sammeln, bevor man da nach Zora geht. Ja, ich bin tatsächlich mal sehr gespannt, wie Talane hier sein Routing angehen wird, denn er hat ja jetzt schon den Darkwood-Access. Also ich kann mir durchaus vorstellen, wenn er sich ein bisschen Der Bogen endlich fühlt. Ui. Ja, also da streiten sich auch manchmal die Geister, ob man nach dem Race-Game da vielleicht noch hingehen soll überhaupt. Also in Schulzes Fall denke ich eigentlich schon, weil du kannst auch den Weg gerade auch mit dem Anschluss zur South Shore fortsetzen, was in der Regel sogar schneller ist als ein Save and Quit. Ja. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich überlegen, ja, gerade wenn man noch das Race-Game durchmachen muss, dass man dann vielleicht noch auf den Spiegel später hofft und dann die Darkwood-Suit-Route damit verbindet. Aber die meisten Runner schaufeln dann doch lieber, bevor da irgendwas Wichtiges liegt und sie es nicht holen. Ja, generell, das ist so eine Faustregel, die ich ganz gerne benutze. Solange ich keinen Dark World Access habe, finde ich Fetch Quests, die einigermaßen auf dem Weg liegen, relativ attraktiv, weil wenn man sie dann doch so früh erhält, hat das manchmal auch einen Grund. Ja, auch für Talana natürlich auf der anderen Seite, wenn er hier nach Village of Outcast gehen will. Könnte sein, dass er jetzt vielleicht die Südroute auslässt, also beziehungsweise die 3 Checks unten. Ja, das war auch noch ein Gedanke, den ich eigentlich gefasst hatte, aber jetzt, ne, und er macht es tatsächlich. Das ist natürlich, ja, interessant, weil jetzt lässt er Schwert und Bogen zurück. Schulze wird die sicherlich jetzt ziemlich fix wohl Richtung Pott tragen wollen. Ist das Problem, wenn er da runter geht, dann läuft er halt sehr weit weg von dem Portal hier, deswegen kann ich es auch durchaus verstehen, dass er die Entscheidung macht. Für nur 3 Checks, die das auslassen und dann mindestens 3 Checks in der Dark World plus halt noch die ganze Südroute, die er hinterher gehen kann.
Wer den Spiegel hier findet, ist natürlich sowieso. Unterdessen findet Schulte einen großen Haufen von nicht viel in Hype Cave. Da war eine weitere Flasche. Ja, Seastone wieder ein Pendant. Green, glaube ich sogar. Und die roten Kristalle waren, wenn ich mich richtig gesehen habe, auf Pot und Turtle Rock. Ja. Yep. Aber ich weiß jetzt nicht, wo das dritte Pendant war. Ging auch mir alles ein wenig zu fix. Aber unser Tracker hat anscheinend die Vermutung, dass das Ball auf Swamp gespottet wurde. Ist jetzt natürlich interessant, weil wir haben jetzt die frühen Flippers, frühe Hammer. Wenn jetzt unser Spiel kommt, könnte es sogar interessant sein, da reinzugehen ohne den Hookshot. Ja, aber Swamp Palace oder Pendant Swamp Palace generell in Dungeon dauert extrem lange, bis du da an Items rankommst und am Ende hast du vielleicht gar nicht mehr so viele Items, an die du rankommen kannst. Von daher sehr ungeliebter Check. Ja, aktuell natürlich Pot abschließbar, auch wenn wir auf Talanas Seite noch den Bogen noch nicht haben und noch keine Feuerquelle, was das ein bisschen angenehmer macht, gerade bei so wenig Herzen. Also wird jetzt interessant zu sehen, was die beiden machen dann. Talana in Skullwoods unterwegs, findet dort sein erstes Schwert. Also das verpasste Schwert wird ihn jetzt erstmal nicht so extrem stören. Ja. Wobei natürlich jetzt ein bisschen längeres Schwert natürlich schon ein bisschen angenehmer wäre. Ja, das bestimmt, aber... Ja, für Talana jetzt, er hätte das warpen können, weil das hätte einfach nur die Fee. Gut, da geht's dann schneller, wenn er einfach die Fee direkt einsammelt. Währenddessen Schulze jetzt unterwegs sind, Back of Escape, natürlich auch das Checks, die man machen kann, gehen relativ fix, hat dort 300 Rubine bekommen. Löst natürlich einen großen Teil seiner Geldsorgen schon mal. Und macht sich jetzt auch auf den Weg Richtung Darkcross. Oh, jetzt natürlich interessant, ob Talan noch das zweite Item findet in der letzten Truhe hier. Ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass hier vielleicht noch ein dritter Schlüssel drin liegt. Wenn ich mich nicht irre. Ich habe hier auch ganz gerne noch Big Keys gesehen, die dann zum kleinen Schlüssel in der Big Chest geführt haben, aber nicht heute. Ach ne, da müsste glaube ich die Karte noch, fehlt noch und ein Item jetzt. Ja. Also ein Item auf jeden Fall hinten beim hinter dem Fire Rod. Talana jetzt natürlich das Schwert ganz gut, falls er sich entscheidet, nach Thiefstone reinzugehen. Gerade wenn drei oder vier Items dann hinten liegen. Bin ich mal tatsächlich gespannt, wie er entscheidet, das Ganze fortzusetzen, denn Thiefstone als Green Pendant ist durchaus mal Dungeon, den will nicht unbedingt jeder abschließen, aber als Green Pendant ist es wiederum auch schon Dungeon. Da kann man schon mal ein Argument dafür machen, da nochmal reinzugehen. Gerade wenn man in Talana-Position jetzt noch nicht so wirklich viel andere Optionen offen hat. Ja, ist halt auch ein Dungeon, der nicht viele Items braucht. Das heißt, da ist die Wahrscheinlichkeit immer relativ groß, dass da irgendwas drin liegt auch. Bomben aus Medaillen. Würde uns den Weg nach Ice Palace rein öffnen, sobald wir die Mits finden. Auch Scholzer schaut sich erstmal in Skywards um. Findet dementsprechend hier sein Master Sword. Ist jetzt also schon relativ gut ausgestattet, was Waffen angeht. Na, Village of Outcast, noch 2x Rupees. Und Schulzer sagt sich auch, okay, ein Item aus Skullwoods raus, das zweite suche ich erst gar nicht mehr.
und dann macht er andere Dinge. Tatsächlich hier ein ganz guter Call, den er macht, denn wir haben ja festgestellt, dass zweiter Dim ist Fire Locked. Naja. Die eine Kiste dazu checken ist noch relativ schnell. Wenn man da ein Item findet, dann ist es durchaus sinnvoll, dass man da nicht weiter checkt. Vorausgesetzt natürlich nicht, dass er nicht noch ein zweites wichtiges Item irgendwo früh findbar ist. Bei denen ist ja nun mal nicht so heute. Es sind auf jeden Fall schon mal zwei Items mindestens hinten in Thiefstone. Auch Schützer entscheidet sich erstmal alles in Village of Outcast vorne zu checken. Ja, gehen also, geht halt schneller als nach Thiefstone rein. Ja, ist natürlich die Frage. Wenn man nur die Front checken will, dann macht es Sinn, direkt reinzugehen. Wenn man aber noch sich die Möglichkeit aufrechterhalten will, vielleicht nach hinten zu gehen, dann kann man auch erstmal alles andere checken für den Fall, dass man vielleicht nochmal mehr Herzen findet oder eine Blume. Ja, und ich glaube, wir hatten 4 von 4 Dungeon-Items in der Front von Thiefstone, wenn das dann tatsächlich der Fall war. Von daher. Ja, dann. Nicht da unbedingt verwunderlich. Sind dann quasi mit dem Pendant noch 5 Items in. Das Radar haben sie auch noch nicht gecheckt, das heißt, da macht's noch mehr Sinn, dann können wir sie das Pendant auch mit abzuholen. Okay, und anscheinend haben wir doch ein Item gefunden, denn die Karte ist noch nicht aufgetaucht. Ja. Aber 3 ist auch schon eine Menge. Ja, und da waren dann doch 300 Rubine. Ja. Ja. Ich glaube, was Zalane jetzt am meisten wählen will, ist natürlich ein Spiegel. Vielleicht sogar noch die Mids, damit er auch noch die Smith-Chain mitnehmen kann, direkt. Auf jeden Fall. Ja, und ich bin mal gespannt, ob Schulze seinerseits sagt, okay, die 4 Items hinten, die sind es mir wert. Er hat ja mit Pot und Eastern nun mal eine andere Option offen. Daher, ich könnte mir gut durchaus vorstellen, dass wir von ihm jetzt hier vielleicht Death Warp sehen, aber das würde ihn halt vielleicht darum bringen, die Boots zu finden. Ne, ja. Auch Schulzer geht weiter durch. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Fund, also gerade so früh im Seed, plus wir haben natürlich Desert Palace. Da will man am besten natürlich erst mit den Boots reingehen, wenn man 15 sein muss. Schulze nimmt sich auch das Safety Art mit hier. Kriegt noch ein weiteres gedroppt. Ja, sammelt 2 Herzen ein, Talane, und verliert es direkt wieder. Ist immer ärgerlich, wenn man ein bisschen unvorsichtig ist. Er hat auch nicht mehr seine Fee. Ja. Und Blind hat jetzt natürlich noch ein Item plus das Pendant. Das heißt, da will man einfach nicht jetzt sterben. Vor allem, weil es dann auch das Skript dann später halt versaut, wenn man da nochmal rein müsste. Ich denke mal nicht, dass Talane nochmal extra hingeht, wenn er jetzt stirbt. Kann ich mir nur schwer vorstellen. Ich meine, er kriegt jetzt nochmal ein extra Herz, also er kann auf jeden Fall einen Treffer hier überleben, egal von was. Und in der Regel sollte man sich auch hier noch nicht davon ausgehen, dass Talane tatsächlich getroffen wird. Naja. Also, das Schwert ist natürlich ein bisschen kürzer, das heißt, muss man ein bisschen näher an den Gegner reingehen, aber das sollte kein Problem sein. Kriegt hier den einen Treffer. Die Bomben nicht so wichtig, aber das Pendant, das macht den Gang nach. Wäre das natürlich besser. Ja, und vor allem das Wissen darum, die Boots tatsächlich gefunden zu haben. Selbst wenn das jetzt hier nicht unbedingt nötig gewesen ist, wenn es der Gegner dann halt nicht macht, aber dafür die Boots nicht bekommt, dann kann man halt Zeit, die man vielleicht durch das unnötige Clearen verlieren würde, eben durch die Boots wieder rausholen. Von daher, denke ja, ich mal, fühlt sich Talan ganz gut bei dem Clear hier. Dürften auf jeden Fall ein paar Minuten sein, die sie hier noch
dadurch sparen in City. Gerade dann, wenn sie jetzt vor allem Flöte und Spiegel nicht finden und dann sehr häufig halt irgendwo durch die Gegend laufen müssen. Mit Talan jetzt noch den Weg Richtung Halbkill fortsetzen und Schulzer muss aufpassen, ist auf ein halbes Herz runter. Ja. Hat anscheinend auch das Skript so ein bisschen verloren. Ja, er hat natürlich noch die Fehler, das heißt, er muss jetzt nicht unbedingt perfekt spielen. Ja, auch wenn aber es natürlich mehr gelingt, sie zu verlieren. Ja, und das gerade eben vor dem letzten Hit, das ist natürlich immer besonders bitter. Ja, aber besser die Fee verlieren und das dort noch schaffen als andersrum. In Talanes Situation wäre es wahrscheinlich schlimmer gewesen. So, damit auch Talane eine relativ enttäuschende Halbkill vorfinden. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie er weiter fortsetzen will. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er sich jetzt noch die Pyramide anschaut, aber dann könnte er eventuell den Weg rüber zu Pott schon machen. Ja, vielleicht wäre Catfish noch eine interessante Option für ihn. Jetzt gerade, weil er halt vielleicht einen Pott nicht ohne Bogen will. Ich weiß jetzt nicht, zu welcher Fraktion er gehört. Zu der Pott hat immer was Fraktion oder der möglichst lang vermeiden. Also ich denke, von den Seeds, die ich Talane spielen habe, sehen, ist in der Regel immer eher zu Catfish gegangen als Support. In meiner Situation wäre das, würde ich auf jeden Fall Catfish bevorzugen, aber eher nur, weil ich die Schildkröten nicht ohne Lampe oder ohne Fire Rod machen kann. Ich habe da schon schlechte Erfahrungen gemacht jetzt auf dem Turnier. Na gut, andersrum, das spricht natürlich absolut nichts dagegen, dass die Lampe in Pott selbst ist. Also könnte man halt einfach hingehen, aber Talan ist tatsächlich auf dem Weg zu Catfish, wo auch Schulzer einfach über die andere Route hingegangen ist. Hat sich auf dem Weg halt Bumperledge angeschaut. Was natürlich für Talan jetzt noch vielleicht interessant ist, er hat ja noch 3 Checks in der Südroute, also über die Schaufel. Plus halt noch die 4 Checks bei Zora. Wobei er hat natürlich das Geld noch nicht, aber falls er noch das Backup Escape macht, hat er ja dann sein Geld voll. Und er hat, glaube ich, nicht reingeworfen. Ja, ich denke mal, Backup Escape wird jetzt Talanes nächster Anlaufpunkt sein, einfach weil es für ihn offen liegt. Es sind die schnellsten Checks, wo nichts viel hinterliegt. Ja, und dann sind vielleicht auch die Flipper-Checks ganz interessant. Ja, andersrum allerdings sehe ich ihn halt in nächster Zeit nicht unbedingt die Schaufel einlösen. Denn die liegt halt wirklich nicht wirklich schön auf dem Weg. Aber Talane sagt sich, Hyrule Castle braucht keiner. Er macht es lieber auf dem Weg Richtung Green Pendant abgeben. Macht natürlich auch Sinn, also... Man hat da jetzt extra das geklärt, also will man möglichst früh wissen, ob man dadurch einen Vorteil hat oder nicht. Zumal er jetzt hier die Checks noch nicht hat und Eastern Palace ist auch einfach ein Pendant, das heißt, selbst ohne Bogen reingehen ist nicht unbedingt so schlimm. In der Regel geht man ja nicht davon aus, dass man die Armored Knights machen muss und hat trotzdem Chance auf 3 Items, aber nicht mehr das. Das ist gut genug für Talane. Er findet das Powder und sagt sich, das reicht mir hier. Ja, Geld natürlich auch noch, das heißt, da kann er jetzt die Flipper-Checks machen, auch ohne Angst haben zu müssen. Oh, er geht anscheinend noch Schaufel checken, wahrscheinlich dann noch die beiden Checks um die Bücherei rum. Also er hat anscheinend doch den Eindruck, dass er wohl irgendwas verpasst haben könnte. Ja. Oder spielt sehr, sehr sicher. Schaufel-Checks nicht unbedingt. Auf der Route sind natürlich jetzt direkt 4 Checks, weil von der Bibliothek kann er noch direkt die Fledermaus mitchecken. Problemlos. So, sieht dann auch gleich noch sein Master Sword. Und hat jetzt auch seinen Bogen. Also ich denke mal, werden wir auch dann Talane demnächst in... Okay, will sich das Schwert gar nicht erst anschauen. Interessant. Ich hätte es natürlich eher andersrum gemacht, weil jetzt...
Ja, gut. Vielleicht rechnet er nicht damit, dass er Magic Bat. Oder rechnet der Magic Bat gerade nicht rein und hat da keine Lust zu. Dann kann man das so rummachen. Ja, wobei die liegt jetzt relativ nah, also. Ja, also das wäre definitiv eine Option, die man wahrnehmen könnte. Aber jetzt auch mit dem gefundenen Bogen schon hat Talana halt Port offen. Denke ich mal, wird er vielleicht eher daran interessiert sein. Ja, ist aber natürlich Puda und Hammer waren in der ersten Sphäre quasi. Ja. Das heißt, es ist durchaus wahrscheinlich, dass da was sein könnte. Und er geht's tatsächlich checken, also dann halt vielleicht leicht ineffizient gewählt die Reihenfolge der Checks, aber ja, gut. Ist vielleicht auch Muscle Memory einfach, weil in der Situation, wenn er es häufiger macht, wird er wahrscheinlich eher die Library checken, weil von da aus ist der Weg zum Race Game nicht ganz so weit wie anders. Ja. Und noch mehr Bomben. Also viel nichts. Bei Schulz, da sehen wir jetzt auch noch das Isa. Ja, 2 von 3 Medaillen schon gefunden, aber ja, Fortschritt ist das nicht. Ja, vor allem für die Schildkröten wären natürlich Quäke natürlich noch ganz nett gewesen. Ja, und Talanen geht jetzt wohl die Flipper-Checks einmal machen. Sieht den Single Arrow. Macht das dann Sinn, also. Ja, aber Herzen, da könnte natürlich noch irgendwas Nettes dann hier liegen, was genau viele Dungeons einfacher macht. Ich meine, sie haben immerhin Blue Mail und ja. Ist natürlich nicht verkehrt hier. Wären wir früher oder später hingegangen, können wir es vielleicht auch eher früher machen als später. Technisch gesehen ist halt kein einziger Dungeon halt logisch abschließbar. Von daher muss eigentlich hier irgendwo was liegen noch. Okay. Wenn es halt Dungeon 6 ist. Schulze hat einen Blick auf Babelitsch geworfen, aber war da was? Ich glaube nicht. Das könnte knapp werden bei Schulze. Aber kriegt's noch. Und Talane sagt sich, Free Blue Potions? Ja, dann gib mir doch bitte noch eine mehr, aber hatte keine Lust, die letzte Biene freizulassen. Ja. So, dann schauen wir doch mal, was unser Fisch so für uns hat. Auf jeden Fall nicht den Burner, den hat Schulze gerade gefunden. Den einen Check hier haben wir oben noch und dann wird Schulze wahrscheinlich direkt zum Boss gehen. Schauen, ob er denn die Schildkröten auch ohne Feuerquelle machen kann. Ich meine, ja, er hätte das Bombus-Medaillon zur Verfügung, er hätte das Ether-Medaillon zur Verfügung. Das heißt, vorausgesetzt, er kriegt sie umgedreht, hat er gute Möglichkeiten, sie auch einfach im Raum zu töten. Ich glaube, das Quake dreht ja auch um, oder? Das kann durchaus sein, allerdings haben wir das nicht in unserem Besitz, soweit ich weiß. Von daher. Das wäre natürlich die bessere, also die umdrehen und dann mit dem Bombus töten, glaube ich. Das ist, glaube ich, so das Effektivste. Ja, ich glaube, es gibt da so ein paar Sachen, die da eine Rolle spielen. Im Dunkeln dreht Quake sie wohl offenbar um, weil ich habe wohl schon Stimmen gehört, die meinten, wenn sie die Lampe hatten und Quake versucht haben, dann sind die Turtles nicht geflippt. Ja, müsste man eigentlich mal ausprobieren mit das Dark Layer einfach mal wegmachen. Ich weiß es auch immer nicht genau, deswegen finde ich das immer ein bisschen verwirrend. Ja, es ist tatsächlich selten, dass der Fall vorkommt, dass du Dark Pot machen musst und dann Quake zur Verfügung hast, aber nicht den Fire Rod und irgendwas Rotes lag da. Ich weiß jetzt nicht. Ich will sagen, das war ein roter Rubin, Bookshot. Aber Bookshot müsste da sein. Ja, der Lumberjack-Check. Mir mal wieder viel zu schnell. Ja, ich meine, es war der Hookshot. Also ich. Es sah halt wie ein dünner Stab aus und Hookshot ist ja
Und im Bild unten ist er schräg, aber ich glaube, wenn man ihn so sieht, ist er gerade nach oben. Das ist natürlich interessant, weil Swamp Head ist jetzt natürlich nicht benötigt. Aber wenn es halt für den Berg gebraucht wird. Ist trotzdem noch die Frage, ja, wo ist denn unsere Lampe? Ja, und wo ist vor allem der Spiegel? Weil wenn wir den Hookshot nicht brauchen, ist natürlich jemand, der hovern kann, natürlich klar im Vorteil. Das nächste Schwert, aber und noch ein Schwert. Nee. Schwert der Grog. Ja, macht jetzt natürlich Sinn, das abzuholen. Das zweite Schwert muss man natürlich am Ende dann gucken, ob man das noch haben will. Da hatte ich aber tatsächlich letztens auch schon mal gesehen, dass tatsächlich zwei Schwerter auf Spectacle Rock bzw. drinnen liegen. Ist immer ganz witzig, weil dann weiß man, okay, wenn man einen Spiegel hat, hat man noch ein Schwert extra. Ja. Aber brauchen tut man es meistens dann nicht. Ja, wenn man nur noch Ganon macht, dann würde ich es liegen lassen wahrscheinlich, weil sonst verliert man, obwohl man kann dann natürlich über den Spiegel nach oben Richtung Turtle Rock dann laufen, das ginge noch. Ja, das hängt halt immer so ein bisschen davon ab, ja, wie man dann hinkommt. Aber wenn ich von Turtle Rock auskomme und dann da, das würde ich nicht mehr machen. Hm. Wenn dann vor Ganon's Tower quasi. So, jetzt Scheiße, hast auch durchgeschafft durch den Dark Room. Ich hätte es jetzt nicht gesehen. Aber wird nicht gestorben sein. Sonst wäre er ja nicht hier. Ja, das wäre schon ziemlich merkwürdig, wenn er dann trotzdem hier gewesen wäre. Talane sagt sich, ich will den Hookshot anscheinend unbedingt haben. Naja gut, er hat halt hier noch einen Onkel und Front of Escape, also auch hier sind noch ein paar valide Checks offen. Ne? Und auch Pot ohne Lampe, ohne Fire Rod ist halt immer nur ein Teil davon in Logik. Ja. Ich kann schon verstehen, dass er sich vielleicht sagt, okay, gerade auch wenn der Hookshot required sein sollte, dann muss ja irgendwo dann mal die Lampe liegen. Von ja, daher sucht er natürlich jetzt Progression noch. Das Einzige, was halt für ihn noch offen ist, sind halt Pot und Eastern Palace. Und ansonsten hat er eigentlich nur noch die Checks hier oben und dann ist eigentlich schon alles durch, was er hatte. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass hier irgendwo die Lampe liegt. In den drei Locations quasi. Oder halt Fire Rod. Und wenn, ja, wenn natürlich was Wichtiges auf dem Lumberjack liegt, dann ist natürlich auch noch der, ist natürlich auch immer noch sehr wahrscheinlich, dass man halt früher da Aga frei bekommt quasi. Was natürlich die Lampe halt wahrscheinlicher macht. Schulze jetzt seinerseits Minimal am Cave abgeschlossen. Sieht man auch selten erst bei 30 Minuten, aber der Seed hat es halt ja gut hergegeben. Es kommt mir gerne mal vor, wenn ich erst den Damm checke. Wie sieht jedem das dann ein bisschen so? Aber ja, es sind halt 5 schnelle Checks. Ja, Schulze lässt sich hier ein bisschen von den Krabben treffen. Ist bei Blue Mane nicht ganz so schlimm. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, auch schon die Map und den Schlüssel gefunden. Das heißt, im Dark Cross wird noch irgendwas sein. Ja gut, Schulze ist ja schon hingegangen und man hat, meine ich, Bomben rausgezogen. Kann mich nicht mehr 100% dran erinnern, aber da. Das war auf jeden Fall ein Item. Hat er schon die Front gecheckt? Nee. Er muss ja durch die Front gekommen sein, weil der Schlüssel hier vorne liegt. Nee, Schlüsselbomben. War nicht der Schlüssel. Ohne Schlüssel kommst du nur von vorne durch. Und der lag ja hier in der zweiten Kiste in der Front. Nee, in der zweiten Kiste kann der Schlüssel nicht liegen. Wenn, dann muss er in der ersten liegen. Oder in der ersten. Aber ich meine, Talana hat den hier erst gefunden. Nee, der Schlüssel war aber ziemlich sicher im Back of Escape. Da kann ich mich noch dran erinnern. Okay, dann. Ja. Habe ich mich irgendwie gehört. Der war, glaube ich, in der mittleren Truhe. Und dann sagt sich noch ein extra Herz zu mitnehmen und dann geht's auf zu Aga, weil den Hookshot möchte er dann auch wohl haben. Ja, das Problem ist, mit Fire Rod ist Aga noch relativ, also der Aga-Tau noch relativ einfach. Komplett im Dunkeln, dann kannst du schon mal ein paar Mal runterfallen.
Und Fallschaden ist halt immer 1. Aber dann bleibt uns auch festzuhalten. Ich denke, wir haben eigentlich logisch, was wir hatten, alles ausgeschöpft, außer Eastern. Ja, dann da muss natürlich dann die Lampe liegen, sehr wahrscheinlich. Also. Die Lampe können natürlich auch noch Flöte und Spiegel sein. Aber irgendwas, was uns logische Progression gibt, muss in Eastern vorne erreichbar sein. Und die Lampe würde halt zu viel aufmachen. Ja. Die Lampe macht natürlich den Hookshot frei und der Hookshot natürlich einen Großteil des Berges. Also die rechte Seite. Tower Farah noch. Ja, weil ohne die Lampe ist halt auch der Berg einfach nicht in Logik, selbst mit Hookshot. Ja. Die wirkt dann halt doppelt. Das ist natürlich die Frage, was Schulzer macht, weil Eastern Palace könnte er natürlich jetzt machen. Ja. Das hat sich natürlich für Talaran aufgezeigt, dass er die Biene nicht weggeworfen hat. Weil hier hast du, glaube ich, die 3 Guards und 2 oder 3 Augenfledermäuse. Ja, aber das Maze ist noch nicht unbedingt das Schwierige. Es war halt eher ärgerlich, dass er im ersten Darkroom gleich von der Guard irgendwie ein bisschen mitgenommen wurde und dort 3 Herzen verloren hat. Ja, er hat natürlich noch die Potion. Das heißt, ein bisschen jetzt geht auf Schulter nochmal nachgucken. Jetzt aber der vielleicht schwierigste Raum hier. Der mit den Abgründen im Dunkeln. Hat sich aber hier anscheinend ein sehr gutes Setup zurechtgelegt. Ist jetzt schon. Ja, da hat Schulzer nochmal gezeigt, dass es wirklich der Hookshot ist. Okay. So, und nimmt jetzt hier auch den Somaria-Block. Sobald der verschwindet, weiß er, dass er an der Kante steht. Na, kann er von hier aus. Ja, okay. Hubert hat geärgert, aber geht nach rechts. Jetzt ist er durch das Gröbste durch. Genau, muss jetzt hier nur noch unten den Key aufsammeln, den er jetzt gefunden hat, oben durch die Tür durch. Und ab jetzt kann er wieder sehen. Ja, perfekt. Also ist die Frage, ob Schulzer das auch kann. Wenn nicht, ja, er muss es jetzt schon sehr stark eingegrenzt haben, wo die Lampe liegen muss. Aber auch er entscheidet sich dafür. Also ja, es ist ja letztendlich auch erlaubt, Darkroom-Maps offen zu haben. Von daher im Notfall für Dark Agar kann man nebenbei eine aufhaben. Und in der Regel ist es halt auch nicht verkehrt, das noch versuchen zu wollen. Weil er hat natürlich den Vorteil, dass er jetzt noch mit Burner und Cape natürlich noch gerade halt das Maze zum Beispiel ein bisschen einfacher machen kann. Falls er einen Gegner findet, muss dann nicht sich ausrichten. Nachteil ist natürlich, dass er ein kleineres Schwert hat. Das heißt, die Blue Guards sterben nicht mit einem Schlag. Können wir mal gespannt sein. Auf der anderen Seite, ja. Bombers ist natürlich auch noch eine Option gewesen. Das hätte Talan vielleicht auch in Erwägung ziehen können. Kostet Zeit, aber tötet halt alle Guards auf dem Bildschirm. Ja, und das verliert letztendlich dann weniger Zeit, als wenn du dann irgendwie dreimal noch getroffen wirst, im Dunkeln deine Position verlierst und dich vielleicht wieder neu orientieren musst und dann die Guards wiederum nerven. Ja, und dann eine Blue Potion noch verbrauchen. Ja. Letztendlich ist er durchgekommen, ist jetzt hier bei Agar, muss natürlich jetzt 6 Schüsse reflektieren. Ich denke mal, alle unsere Zuschauer kennen diesen Kampf dann doch, wie er funktioniert. Ja. Schütze hier mit dem Death Warp. Kriegt auch jetzt gerade nicht viele Blue Balls, der Talane, also relativ angenehme Agar. Und auch Schuss macht das ohne Freiquelle. Talane mit dem Safe and Quit geht zur Sank und holt sich den Hookshot ab und wird dann allerhöchstwahrscheinlich auf dem Berg weitermachen. Ja, wobei wäre natürlich durchaus interessant, wenn er erst Eastern Palace macht, weil er braucht halt eine Feuerquelle für. Obwohl, er kann Tower Farah auf jeden Fall abschließen mit dem Hookshot. Im Schluss kommt er halt kalt im Stieg.
Genau, er könnte halt die Feuerquelle für ein Item benötigen, wenn es entweder im Basement selbst ist oder in der Big Chest und die Big Key im Basement versteckt. Aber ja, ich meine, du hast jetzt dann Paradox Cave, du weißt, dass die Lampe logisch verfügbar ist, von daher der Berg natürlich auch komplett offen. Ja, und ja, wenn da der Fire Rod ist, liegt, dann weiß er, dass er auch nicht unbedingt Eastern Palace machen muss. Wäre natürlich jetzt pikant, wenn Fire Rod und Lampe in Eastern liegen. Ja, aber dann würde er spätestens dahin kommen, ja. Ist natürlich die Frage, wenn der Spiegel da oben liegt, dann ist es auf jeden Fall ein Agar required, selbst wenn man havern kann. Ja, also noch ist halt die Option da, dass vielleicht die Mids in Eastern liegen und du dann halt die Flöte findest, um auf den Berg zu kommen. Den Spiegel halt irgendwie dann irgendwo hinter den Mids vielleicht noch findest. Ja, also noch ist dieser Hookshot nicht unbedingt zwingend required als Progression, aber Eastern wird auf jeden Fall irgendwas haben, was von der Logik gefordert ist. Ja, das ist da sind auch die Mids. Also, natürlich auch hinter der Lampe bis jetzt. Oder hinter der Lampe noch gelockt. Wenn dann nicht Flöte und Spiegel in Eastern liegen. Okay, und. Das ist schon die Flöte. Also, auf jeden Fall die Lampe muss halt irgendwer da liegen. Kann natürlich auch sein, dass da das Buch in Eastern liegt und wir nach der Tabelle sollen. Und dann die Lampe da finden. Ja, doch. Also die Lampe muss irgendwann required sein, weil die Flöte war ja hier oben. Ja, das wissen die natürlich jetzt. Ja, dementsprechend. Ja, dann wahrscheinlich mal die Lightwelt hier komplett abschließen und danach, denke ich mal, über das Third Rock Portal in die Dark World gehen. Danach. Soll nun Herz auf der Floating? Und Talan hat auch schon Somaria, auch wenn das auf dem Tracker nicht angezeigt wird. Ja, also natürlich auch der Trip nach Turtle Rock rein, einfach mal um zu gucken, ob es Fire Locked ist, wäre vielleicht hier eine Option, weil wenn da der Spiegel vielleicht früh drin liegen würde oder so, ist auch schon vorgekommen. Jetzt Schulz ist natürlich gestorben, das heißt. Wäre es vielleicht besser gewesen, wenn er die Lampe wirklich abgeholt hätte oder was auch immer dahinter liegt. Ja, also jetzt mit dem Tod irgendwo relativ tief auch in Agar Tower schon drin. Das ist vielleicht auch schon die Zeit, die es gebraucht hätte, um einmal nach Eastern zu gehen und die Lampe abzuholen. Das heißt, wenn er es jetzt nicht nochmal sofort schafft und mit Lampe geht es natürlich auch um einiges schneller. Ist natürlich die Frage, ob er es wirklich auch trainiert hat. Ohne Training würde ich sagen, ist es immer besser, wenn man die Lampe damit reinnimmt oder zumindest Fire Rod. Ja. Mit Training muss natürlich jeder selbst dann entscheiden, wie sich er sich fühlt. Weiß jetzt nicht, ob er. Er ist schon durchs Maze durch, bin ich der Meinung. Ja. Kommt jetzt hier gleich wieder in den Raum mit den Abgründen. Talane vergisst, dass er Hookshot und Boots hat. Das heißt, er könnte ja auch ohne Bombjump einfach rüber. Ja, aber dann müsste er erst zum Hookshot-Menü und wenn man es dann doch. Ja, das Problem ist mit der Bombe ist halt, das macht. Das hat halt die Gefahr, dass man runterfällt. Beim Hookshot ist es relativ sicher auf jeden Fall. Wenn man nicht aus Versehen zu lange nach oben drückt. Nimmt auch gleich mal einen Treffer mit. Ja. Aber dann ein Stash, ein Spin. Und Moldom ist down. Talans erste Crystal eingesammelt. Das ist kein Item. Ich denke mal, ja. Map und Kompass haben wir jetzt gefunden, so wie Schlüssel. Das heißt, ein Item liegt auf jeden Fall im Basement. Ja, Schulz ist auch durchgekommen, das heißt. Ja. Ja, aber da merkt man auch direkt den Unterschied, den es macht zwischen Tempered und Master Sword. Ja, er muss halt jede Wache halt zweimal schlagen. Oder halt Spins. Also jetzt, wo er schon mal drin war, war es natürlich besser, wenn er einfach durchgegangen ist. Das ist aber der zweite Versuch auf jeden Fall sinnvoll. Wäre natürlich fraglich gewesen, ob es vielleicht besser gewesen wäre, ich dann noch mitzunehmen vorher. Ja. Insgesamt.
Auch Spiral Cave hat nichts. Das heißt, wir werden jetzt noch die Dark World sehen. Und Schulzer wird dann wahrscheinlich auf den Berg gehen, weil andernfalls würde es keinen Sinn machen, jetzt hier den Rückschlag noch abzuholen zu wollen. Genau. Talane aber auch nicht daran interessiert, in Third Rock vorbeizuschauen. Sagt sich, ich habe sowieso noch genug andere Sachen gleich zu tun. Ich muss hier jetzt irgendwo auch Progression finden, aber sagt sich, ja, gut. Nur ein Medaillen Third Rock wird schon nicht so wahrscheinlich sein, auch ohne Fire Rod. Wobei, so viel Zeit würde das, denke ich mal, auch nicht kosten, jetzt gerade durch die ganzen Screen-Adjustments, die er hier machen muss. Ist dann halt einfach eine Entscheidung, die er für sich getroffen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass was im Third Rock liegt, ist meistens relativ gering, wenn man Fire Rod nicht hat. Aber wir wissen halt, dass es auch schon ein zweites Medaillen gäbe, also Third Rock zumindest ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es offen ist und ja, tatsächlich Ether benötigt. Das heißt, Schulzer wird reingucken können, wenn er will. Und die erste Truhe kann man durchaus mitnehmen, wenn man schon geöffnet hat. Da ist der Spiegel, also Talane könnte auch wieder zurückspiegeln, wenn er dann wollte. Und der Ice Rod. Oh. Ja, für ihn ist jetzt natürlich Spike Cave nicht interessant. Weil er hat keine Tränke mehr und kein Safety, also kein Unverwundbarkeits-Item. Schulz auf der anderen Seite hätte die Möglichkeit dazu, da durchzukommen. Ich bin mal gespannt. Talane jetzt vielleicht auf dem Weg zu Kingstomb? Ja, macht jetzt natürlich Sinn. Dann bin ich mal gespannt, wo er weitermacht. Wir hätten ja Ice Palace offen. Ich denke mal, danach würde er erstmal die Flöte aktivieren. Ja, kann durchaus Sinn machen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Und ich denke mal, dann Ice Palace ist durchaus eine irrsinnige Option. Wobei er dann auch einfach erstmal jetzt auch mit dem gefundenen Spiegel kurz das Maya-Medaillen auschecken kann, zwei Checks im Maya-Chat abholen. Vielleicht schon mal Desert abschließen. Ja, wobei, nee, er hat die Lampe nicht. Ja, das ist jetzt die Frage. Wenn er jetzt natürlich die Lampe in Eastern Palace vermutet, kann es Sinn machen, jetzt erstmal Pot und das zu machen. Dann sogar vielleicht Eastern Palace vor Pot zu machen. Also in der Regel macht man es ja eher andersrum, weil es spart ein bisschen Zeit. Na gut, aber wenn du weißt, dass die Lampe da liegt und die Lampe spart dir dann halt einfach im Pot auch die Darkrooms, ja, dann lohnt es sich. Macht halt Sinn. Fast. Wenn du die Lampe eh brauchst. Wenn man den Fire Rod jetzt noch vorwenden sollte, deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass Talane vielleicht auch einfach Maya Chat und Checkerboard einmal kurz abcheckt. Oh ja, das sowieso. Das schnelle Checks. Das ist natürlich immer ein sehr schneller Check, man hat Informationen. Was er natürlich machen kann, ist, dass er vielleicht die. Ja, der Zeppelin selbst nicht. Also erstmal liegen lässt vielleicht. Wobei es auch nicht so viel Zeit kostet, die Front zu checken oder die Back zu machen. Das ist richtig. Weil. Rein muss man sowieso. Genau, man braucht den BK. Bombos, also da könnte er sogar reingehen. Könnte dann sogar abschließen. Er hat alles, was er dafür braucht. Ja. Ist natürlich die Frage jetzt. Vielleicht wird er, hofft er darauf, dass es ein Gottmeier wird und dass es später mit Desert Palace abschließen kann. Dann. Ja. Und auch da wieder kann es durchaus lohnen, das liegen zu lassen, die Lampe zu holen. Auf jeden Fall. Die können manchmal sehr gemein sein, die. Ja, die Medusas. Ja, nicht nur das, wenn der BK einfach firelocked ist, dann hat halt Talane eben nicht alles, was er braucht, von daher. Ja, das natürlich auch. Das Herz könnte man noch überlegen, ob man mitnimmt jetzt. Talane ist ein Spieler, der gut genug ist, um das jetzt vielleicht. Ich meine, ist jetzt auf Tempered Sword unterwegs, hat Blue Mail und schon 8 Herzen, das reicht. Ist jetzt auch nicht so unwahrscheinlich, dass er vielleicht noch ein paar Herzen auf dem Weg mit einsammelt. Von daher jetzt die extra Sekunden aufzuwenden, um das mitzunehmen, muss man jetzt auch an seiner Position nicht mehr machen. Und er hat ja immer noch eine Blue Potion Reserve, soweit ich weiß.
Becky gefunden. Ah, das ist, glaube ich, ein Item könnte hier noch liegen. Yep. Das zweite, ja, wenn nicht, dann ist es auch ein Boss natürlich. Ach, noch ein Herz. Jetzt Checkerboard Cave noch mitnehmen und dann, ich denke mal, Eisbett ist es interessant. Ach, oh, er will anscheinend schon. Misery. Okay, das. Das ist. Das ist tatsächlich mutig hier jetzt. Ja, er braucht eh eine Feuerquelle für Desert Palace und für Missile Meyer, das heißt. Ja, gut, für Meyer braucht er sich vielleicht nicht zwingend, aber für Desert braucht er sie auf jeden Fall und er weiß, wo er eine finden kann. Das ist natürlich schon ein bisschen fahrlässig. Ja, das ist tatsächlich etwas, was man jetzt nicht unbedingt hätte machen müssen. Da hätte man vielleicht auch sicherer sagen können, okay, man spielt jetzt Pot, weil es ist auch ein Crystal. Kann es wohl abschließen. Man weiß, dass die Lampe in der Nähe ist. Ja. Ich meine, wenn es jetzt ein Gottmeier ist und man theoretisch schon vorher in Go-Mode sein können, dann ist es einfach Zeitverschwendung, wenn er noch mehr checkt. Kriegen wir schon einen Small Key, Schulze zeigt uns einen, das ist ein sehr schönen Hook-Speed-Herapod. Spin-Speed-Herapod, Super-Speed-Herapod. Wie auch immer man den aufsetzen möchte. Und zwei Small Keys bereits, also, Das wird wahrscheinlich viel hinter dem Big Key, wenn er der Firelock-Seite dann. Gut, Talanus Hoffnung jetzt natürlich darauf, dass da Kompass und Karte liegen, Firelocked. Absolut eine Möglichkeit. Ich glaube, wenn hier jetzt auf der Firelock-Seite ein Key liegen würde, das wäre halt. Oh. Ja, eine Truhe noch. Mitnehmen. Ja. Wenn da der Biki liegt, natürlich die zweite und der Boss. Ist natürlich ein seltsames Play gewesen jetzt. Wir wissen nicht, ob es sich auszahlt oder nicht. Oh, und nope. Der Biki liegt zusammen mit entweder Kompass oder Item auf der Firelock-Seite. Ja, das ist ein Double Dip, den man hätte vermeiden können, tatsächlich. Aber wir sehen ja noch, Talana hat momentan noch die Zeit, wobei er halt Pot hinten ist. Jetzt natürlich ironisch, wenn hier der Fire Rod liegt. Ja, das wäre ziemlich bitter. Half Magic. Kann man mal mitnehmen, aber. Ja. Ja, gut. Hat schon auf die Bomben gewechselt. Ja. Ich meine, Half-Metal kann man mitnehmen, aber er hat eine Blue Potion Reserve und mit Tempered Sword. Und dem Wissen um die Lampe ist jetzt auch kein Zwang. Ja. Ich meine, haben zwar einen Rahmen von 2 Sekunden, wo wir die Runner abschließen dürfen für den Unentschieden. Und ich denke mal, da wird halt dann nicht wegen des Einsammeln von dem Item da auf 3 Sekunden Unterschied kommen oder sowas. Aber er entscheidet sich auch für Ice Palace. Das ist wiederum eine Entscheidung, da kann ich schon ein bisschen mehr von verstehen, weil wir haben ja nun mal dieses Bombenmoos bekommen. Ice Palace ist schon etwas länger jetzt auch offen. Und mit Somaria und Hookshot auch komplett in Logik abschließbar. Und wer kennt's nicht, den Fire Rod in Ice Palace zu finden? Da bin ich mal interessant. Also finde ich. Fände ich es interessant, ob Schulze dann reingehen würde oder nicht. Also ich denke, spätestens wenn er den Ice Rod sieht, der geht einfach direkt rein. Aber an Schulzes Position, gerade wenn man dann schon mal hier oben ist und aufmachen kann, dann kann man zumindest mal gucken, kann der Fire Rod überhaupt hier liegen? Ja, wie gesagt, die erste Truhe geht ja dann doch relativ fix. Es muss halt ein sehr spezielles Key Layout sein, damit man bis zur Laser Bridge kommt.
Aber nope. Das ist immer das, was man am liebsten sieht, quasi. Dann verschwindet man quasi kaum Zeit. Mit Spiegel wäre es natürlich noch besser gewesen, dann hätte man einfach rausspielen können dann wieder. Jetzt muss halt noch den langen Weg nehmen. Schöner Icebreaker von Talane hier. Oh, Scholzer wird gleich seinen Spiegel finden. Ja. Viel ist dann natürlich ihr Spike Gap natürlich interessant gleich. Ist dann natürlich sowieso schon hier oben, das heißt, verliert nicht viel Zeit, darüber zu laufen. Schulzer hatte die Flöte noch nicht aktiviert. Oder? Ne. Oder? Naja, nee. Also er muss natürlich jetzt aufpassen, weil er hat gesaved und quittet. Und weil er natürlich Agar schon gemacht hat und Spiegel, ist er natürlich auf der Pyramide gespawnt. Ich glaube, da wäre... Wenn er eh schon in der Light World gewesen wäre, hätte auch schon vielleicht für den Sanctuary ein bisschen Zeit gespart jetzt, anstatt dieses ganze Mirror-Spiel da noch zu... Ja, ich glaube auch, der eine extra Sword Slash, den wir da eben kurz gesehen hatten, war Ausdruck von, der Frustration, der... Ja. Ja, dass er einfach gemerkt hat, okay, Moment, da habe ich Mist gebaut. Ja, es sind halt ein paar Sekunden, die am Ende halt spielentscheidend sein könnten. Ja, Talana hat hier ein bisschen mit dem Somaria rumgespielt. Ja, ist interessant, was Scholzer macht. Ob er auch den Mittelmeier dippt vielleicht. Kann ich mir eigentlich schwer vorstellen. Ja, könnte natürlich Sinn machen, dass es jetzt vielleicht auch aus seiner Sicht dann eher nach Eastern Palace geht oder natürlich auch nach Ice Palace. Das würde natürlich mal eher machen vorher. Ist natürlich halt immer die Frage, ob halt Walter Fire oder Death liegt und ob halt die dann überhaupt nötig ist. Ich denke mal, deswegen schiebt gerade Talana das jetzt auch so weit auf, dass er Pot wirklich spät machen will. Ja, also wie gesagt, den Ice Palace Play kann ich definitiv vorher verstehen. Der Misery Mire Depp ist halt so ein bisschen fragwürdig, weil du einfach weißt, okay, wenn da nicht der Fire Rod drin liegt, dann hast du halt einen erzwungenen Double Dip. Ja, und jetzt wird es für Talana natürlich schwierig, noch Pot und Eastern Palace weiter aufzuschieben. Weil bleibt eigentlich kaum noch was anderes übrig. Ich glaube, die Smurf-Chain hätten wir noch im Angebot. Naja. Aber willst du das nicht machen, wenn du eh weißt, wo mindestens eine Feuerquelle liegt? Und ja gut, die Sache dabei ist halt, du wirst den Fire-Rod finden müssen für Turtle Rock. Also, wenn er da liegt, dann wirst du es eh früher oder später machen. Ja. Weil ich mir denke mal, wenn hier die Lampe liegt, wird auch der Z-Pilz noch eher... Und Misery Mire noch Sinn machen, weil da liegen ja auch noch Items drin. Genau. Ja. Und wer weiß, jetzt Isa Pettis kann natürlich immer noch den Fire Rod auch mit haben. Ja, das wird dann halt wirklich in Schulters Position interessant zu sehen sein, der halt Pot eben schon abgeschlossen hat und dementsprechend nicht mehr so viel Grund hat, hier nochmal in die Area zurückzugehen.
Atalana sagt sich auch eher, ich brauche die Lampe immer noch nicht. Ja, ich kann mir halt gut vorstellen, dass er jetzt Pott halt auch im Dunkeln macht. Er hat jetzt noch ein bisschen mehr Equipment, aber wenn er dann merkt, okay, hier ist kein Fire Rod, vielleicht sollte man die Lampe dann doch mal abholen. Was ist, wenn der Fire Rod in Desert oder auf Lenmo liegt? Was ist, wenn er denn hinter Meier liegt? Vielleicht Tower of Hera haben wir ja auch noch ein Item. Genau. Es sind so viele Firechecks, das kann man jetzt nicht mehr aufschieben. Und am Ende ist der Fire Rod einfach in der ersten Kiste in Eastern, der die Lampe auf Armor Smites lockt. Hat Schulzer eine Feuerquelle? Kann ich mir nicht vorstellen. Dass ich wüsste. Jetzt merkt das auch selbst. Ja, das ist immer ärgerlich. Also, natürlich. Ja, wir wissen ja, eine muss halt in Eastern Palace liegen. Die andere liegt wahrscheinlich dahinter. Ja, aber das ist halt der Gedanke. Du hast Pott schon gemacht, ne? Du hast Agar gemacht. Von daher, ne? Zwei Sachen, die absolut die Lampe erfordern. Ne? Du weißt im Prinzip, wo sie ist. Also rechnest du vielleicht im Kopf, okay, die Lampe ist da. Ne? Die hab ich. Manchmal denkt man aber nicht so drüber nach, was man braucht also für die einzelnen Dungeons. Also es kommt ist mir auch gerne mal vor, dass ich dann die Handschuhe oder sowas vergesse, die man dafür hinten braucht, oder die Lampe halt. Das ist und gerade so eine Sache und so, dass man halt vergisst, dass man die Handschuhe für Spy Cave braucht, dass man halt vergisst, dass man ja doch nochmal Feuerquelle für Lenmo braucht oder so, weil es ist halt einfach sehr selten ist, dass man Zugang hat dahin, aber eben dieses eine spezielle Item, was man in 95% aller Fälle dann hat, dann nicht. Schulze nimmt die Zeit auf sich, das zu holen. Also, kann man machen. Wird sich zeigen dann, ob sich vielleicht für Batalan recht oder für Schulzer auszahlt. Am Ende ist es halt nicht notwendig. So, dann sehen wir jetzt Schulzer wiederum in Ice Palace das machen, was Talana vorhin schon gemacht hat. Während Talana das nachholt, was Schulzer ganz am Anfang schon gemacht hat. Ja, und wenn man drüber nachdenkt, wir haben eigentlich so fast alles ausgeschöpft. Ja, wie gesagt, es ist eigentlich nur noch die Sampedas und die Feuerquellenchecks. Größtenteils. Ich glaube. Wir haben Graveyard Ledge noch als Option zur Verfügung. K45 haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen und die Smith Chain. Ja, also quasi. Für Talane macht es auf jeden Fall Sinn, direkt Sampedas mitzumachen, weil sonst isoliert das einfach. Also mit der Flut ist es nicht ganz so schwer, da hinzukommen, aber wenn er jetzt eh schon 2 Meter davor steht. Das Spy Cave natürlich noch. Hatte Schulz das Spy Cave nicht gemacht? Ich meine nicht. Okay. So, Hammerjump auf der linken Seite, Icebreaker auf der rechten, schöne Glitch-Demonstration. Hat Schulz auch gezeigt, dass man den Block durchaus mehrmals versuchen kann, nach links zu machen, also zu schieben. Gibt ja gerne mal Leute, die den auch sehr weit wegschieben. Talon übrigens mit seinem Routing findet ziemlich schnell heraus, dass er alle Items schon gecheckt hat und kann sich deswegen eine Kiste im Darkness offenbar sparen. Ja, Schulz hatte die mitgenommen damals. Wobei er aber eher da hätte langlaufen müssen, weil wie gesagt zu Talana hatte Schulz den Spiel noch nicht. Das heißt, das Routing hat er eh lang vorbeigeführt. Ja. Wird auf jeden Fall interessant zu sein jetzt. Wobei die Spy Cave kann zumindest die Lampe nicht haben, auf jeden Fall. Aber könnte natürlich den Fire Rod beinhalten. Oder das Buch.
Wäre es natürlich interessant zu sehen, was passiert wäre, wenn einer früh den Eastern Palace gemacht hätte. Ich glaube, das hätte gerade jetzt um Desert Palace rum ein bisschen Sachen vereinfacht. Definitiv. Hera vielleicht dann noch. Ich glaube. Ja. Ist natürlich immer die Frage, wenn man so früh gerade den Eastern Palace offen hat quasi, ob man da überhaupt reingehen will, wenn man schon in Dark World kann oder sowas. Und dann auf dem Weg zum Boss ist wohl angekommen, jawohl. Wir sind schuld zu sein, seid jetzt gleich bei seinem Boss. Ja? Dann ist wirklich die Frage. Geht er jetzt noch weiter? Also in Schulzers Position wäre es auf jeden Fall einfacher zu sagen, okay, man lässt Eastern Palace einfach liegen und geht auf die Smith Chain. Stalane macht es jetzt keinen Sinn, extra mal woanders hinzugehen, eigentlich. Und drei Checks hier, die relativ schnell sind. Smith Chain dauert halt ein bisschen, bis man da ist, plus man muss 1000 Mal spiegeln gefühlt. Und man weiß halt, dass hier eine Feuerquelle auf einen wartet, die weitere Checks öffnet. Ja. Talana geht nach Eastern rein. Wird auch irgendwo vor den beiden hinteren Checks sein. Also das Einzige, was noch sein könnte, ist natürlich der Fire Rod, weil der würde zwar nicht ganz so viel öffnen wie die Lampe, aber zumindest Skywoods und Tower Farer. Ja, eigentlich nur Skywoods. Der Fire Rod früh würde halt auch die Lampe auf den Boss eröffnen, jetzt speziell mit dem gerade gefundenen Big Key. Ja. Weil dann natürlich die Frage ist, ob Talan die überhaupt noch abholen will. Nee, also Fire Rod wäre dann absolut zufrieden, weil dann wäre er in Go-Mode und würde abhauen. Ja. Aber es wäre halt eine Option, hier trotzdem noch den Fire Rod zu finden. Es muss nicht zwingend die Lampe sein, die wir zuerst finden. Ja. Also Fire Rod und eine Lampe entweder auf Armors oder auf der Motte. Und da ist die Lampe, damit ist unsere ganze Logik komplett wieder repariert. Alles so, wie es sein soll. Und der Fire Rod kann weiter irgendwo versteckt sein. Muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten. Zwei Items hat er raus. Das dritte will er nicht holen, weil egal welchen Weg er geht, das dauert relativ lange. Ja, und er hat jetzt seine Feuerquelle. Er kann Maya abschließen, er kann Desert abschließen. Das Einzige, was ihn jetzt noch irgendwie behindern könnte, ist, wenn natürlich der Fire Rod noch da liegt. Was natürlich durchaus möglich ist bei einem Check. Ja. Ah, Schulzer guckt erstmal andere Sachen. Findet hier keinen. Auch er müsste wissen, wo eigentlich die Feuerquelle liegt. Ja, aber wie gesagt, für ihn ist es halt immer noch ein größeres Commitment, jetzt nochmal nach Eastern zu fliegen. Er kann jetzt hier halt einfach auch 4 Items checken. Ja. Wenn er den Fire Rod findet, dann muss er Eastern Palace nie betreten. Ja, das ist natürlich. Ist die Frage, ob Lampe jetzt hard required ist oder nicht. Das wird uns Saladin jetzt hier vielleicht gleich zeigen. Ja, hier ein Check, dann ein Check im Desert Palace. Skywoods auch ein Check. Und eigentlich Skywoods kann er nicht ohne die Fire, aber Tower of Hera natürlich. Das sind die 3 Checks, wo. Und da ist der Fire Rod Firelocked in Maya neben dem Big Key. Das heißt, Schulzer wird sich Eastern Palace nicht sparen können. Genau. Und er macht hier jetzt, wie vermutet, die Smith Chain. Es wird jetzt nicht noch ein bisschen Zeit kosten, Talane dafür inzwischen in Go-Mode. Wird jetzt Maya hier abschließen. Das ist natürlich der Nachteil, dass Schulzer früh Pot gemacht hat. So kann es manchmal gehen.
Nein, also ich glaube, es gibt Fackeln da unten, aber nicht in dem Raum. Mithrimite Darkrooms sind definitiv nicht mit Fire-Rattern-Logik. Dafür ist ja, als Voraussetzung also die Lampe erforderlich, aber das Dark U und die ist es das Dark Crosses in Logik und seit dem letzten kleinen Patch auch das Back of Escape, wenn man mit dem Fire Rod ja. durch kann. Also Pot, also, das muss man jetzt auch bedenken. Pot, das Ruby Basement, Eastern Palace, der Weg zum Boss und ja, wie gesagt, ja. Dark Cross sowie halt Back of Escape eventuell ohne Handschuh. Sind mit Fire Rod, aber ohne Lampe in Logik. Der Rest der Dark Rooms erfordern zwingt die Lampe. Da muss man aber auch aufpassen, wenn man Map Tracker benutzt, die noch nicht geupdatet sind. Oder kann sein, dass die Back of Escape noch als nicht erreichbar angezeigt wird. Mit Fire Rod. Oh, jetzt sollte sich jetzt noch K45 abholen. Hat er auch gefake-powdert. Ach stimmt, er war ja noch gar nicht bei Azrala. Das hätte natürlich Eastern Palace doch ein bisschen attraktiver gemacht. Weil da war ja das Puder. So, und dann unsere Purple Chest hat für uns. Ja, wollte ich schon sagen, direkt zum Bombus Tablet, aber ja. Ja, ohne Buch nicht ganz so sinnvoll. Ja, für die 10 Bomben. Dann wird der Schulze sich nicht drüber freuen. Jetzt, Swamphead ist natürlich direkt nebenan. Ja. Ja, das ist vielleicht noch ein weiterer Grund für ihn zu sagen, okay, wenn der Fire Rod in Swamp ist. Und dann vielleicht die Smith Chain zu machen. Ja. Wobei da wäre es, glaube ich, schon besser gewesen, wenn man durchaus trotzdem Eastern Palace gemacht hätte für die Lampe. Ich mein, zum einen vielleicht. Ne, zum anderen, Meyer hat aber auch nur 2 Items. Lanmo ist ein Item. Ne, und das war ja sogar nur ein Item Firelocked in Meyer. Also das wären halt auch nur 3 Checks gewesen. Und Swamp hat nun mal halt 6 Checks, das war die Smith Chain noch. Also es ist ja auch nur den Fire Rod, den er sucht. Der muss ja nicht Firelocked sein. Also ich kann Schulzes Entscheidung schon auch verstehen. Und mit dieser Astral hat er da 7 Checks in der Area noch. Auch das wäre natürlich durchaus sinnvoll gewesen. Und das, was er natürlich macht, wenn hier der Fire Rod gelegen hätte, hätte er wahrscheinlich Vorteile an den kleinen Vorteil. Ja, das ist halt vielleicht auch ein Aspekt, den man nicht ganz außer Acht lassen sollte. Die beiden Runner kennen sich natürlich auch zumindest ein bisschen und wissen auf dem Papier, Talan hat die stärkere Execution. Das heißt, für in dem Fall, dass sie dieselben Checks mit demselben Equipment machen, wird Talan das alles ein wenig effizienter spielen können und vielleicht dann bei Schulze halt auch der Gedanke, dass er eben alternative Routing-Strategien verfolgen muss, darf, soll, kann, möchte. Um halt vielleicht diesen kleinen Vorteil zu finden. Talane kann sich jetzt sagen, ich spiele sicher jetzt. Genau. Er kann jetzt noch verlieren und ist dann trotzdem noch nicht raus. Schulzer muss halt gewinnen, das heißt, für ihn kann es sich durchaus austeilen, wenn er ein bisschen aggressiver spielt. Oder natürlich, wie in dem Fall, hat er einfach Pech gehabt. Talan inzwischen fertig mit seinen Kristallen 4 und 5. Macht sich auf den Weg zur Motte, um den 6. einzusammeln. Ja. Schulze auf Irrwegen hat natürlich quasi keine Chance mehr. Ja, vielleicht findet er ja noch die Silvers oder Quake. Aber das bringt dann auch nichts mehr. Er hat Quake nicht gebraucht in irgendeiner Art und Weise. Die Silvers könnten ihm eventuell etwa 40 Sekunden sparen, aber ich befürchte, sein Rückstand ist ein klein wenig größer als das. Ja. Von daher.
Ja, wird Talane das jetzt hier auch sicherlich sauber runterspielen. Ja, und wir haben schon die Map gefunden, das heißt, Left-Side kann durchaus noch was haben. Wenn er da noch für geht, dann verliert er noch mehr Zeit. Ja, ich glaube, da kann Schulze jetzt eigentlich in dieser Position auch gar nicht mehr sagen, dass er da nicht hingeht, weil wenn er sich jetzt sagt, okay, jetzt geht er nach Eastern, dann würde der Gegner war da halt einigermaßen früher, einigermaßen effektiv, dann hat er einfach verloren. Weil wenn tatsächlich die Lampe, von der Schulze ja wissen muss, dass sie in Eastern ist, halt den Fire Rod lockt, dann ist halt Swarm nie nötig gewesen zu betreten. Und dann sollte er wissen, ja, das wird er nicht mehr gewinnen. Von daher sollte er das Ganze halt hier auch durchziehen. Das ist quasi der einzige Dungeon, der noch ja, außerhalb dessen liegt, was Talane machen könnte. Wenn er einfach direkt auf Talane jetzt mit dem sechsten Crystal. Wird sich aufmachen Richtung Turtle Rock. Und was für Schulze natürlich jetzt auch interessant ist, ist, dass er einfach Eastern Palace abschließen könnte noch. Einfach für den Fall, dass natürlich der Fire Rod auf dem Pad liegt für ihn. Natürlich durchaus möglich. Das heißt, selbst wenn er die Lampe findet, Ja, und Schulze geht nochmal rein. So, wie vermutet, ist er sich ziemlich sicher. Wenn der Fire Rod nicht hier ist, dann hat er eh schon verloren. Also. Außer natürlich, wenn der Fire Rod auf dem Pad gelegen hätte, dann wäre das keine große Zeitverschwendung hier gewesen. Genau, also das sind halt noch so seine Optionen, die für ihn offen sind. Entweder hier der Fire Rod oder hinter Swamp auf dem Pedestal. Aber wir wissen dem ist nicht so und auch Schulze wird bald die Nachricht bekommen. Ja, das. Ein Item noch links. Mindestens. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das County Compass hatten. Ja, sonst Schulze gleich zeigen, wenn er auf den Hookshot wechselt. Wenn er überhaupt noch auf den Hookshot wechselt. Oder er könnte gleich zum Mirror wechseln. Das letzte Item ist aber. Jetzt habe ich natürlich nicht drauf geachtet, dass er gewechselt hat. Ja, es wird noch ein Item liegen, denke ich mal. Ja, also ein Item auf jeden Fall. Und Talane bewegt sich schon den siebten Kristall zu, also. Das ist unholbar jetzt für Schulze, der halt noch vier Kristalle noch nachholen muss. Ist halt das Abschließen von Desert Palace, Galwoods und Misery Mire hinten. Sowie alles, was Talane jetzt hier seit Turtle Rock macht. Ach, da ist die Karte noch. Ja. Das letzte Item dann in der Big Key Chest. Und Schulze weiß spätestens jetzt, okay, das ist höchstwahrscheinlich vorbei. Ja, jetzt muss er einfach aufs Pad committen. Wenn er noch eine Chance sehen will. Gibt jetzt erst das Green Pendant ab. Ja, wenn da der Fire Rod liegt, will er nicht unbedingt nach Eastern Palace rein. Weiß natürlich auch schon. Viele geben natürlich das Pendant gerne ab, wenn sie das auch eingesammelt haben. Jetzt Schulze hat es ewig liegen lassen, das heißt. Ja.
lag natürlich nichts drauf, aber es hätte. War jetzt natürlich die Höchststrafe, wenn der Fire Rod hier drin wäre. Sieht das Powder, aber weiß, dass er gefaked Powder hat und. Ja. Talame klaut sich hier auch den Schlüssel. Hofft, dass er jetzt die Lava Chest und die Big Chest einfach skippen kann. Ja, er hat ja schon Big Key, also er braucht die, kann er deine Chest dann nicht mehr mitnehmen. Da kann maximal noch entweder ein Item oder natürlich ein anderer Key drin liegen. Jetzt natürlich die Frage: Geht da das Risiko ein, dass noch der letzte Big, kleine Key dann hier? Ja, es ist das, was eigentlich in der Regel von den Runnern gespielt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass das hier schief geht, ist halt ja, schon sehr gering. Muss jeweils ein kleiner Key dann, glaube ich, in der Small Chest, also in der Lava Chest und in der Big Chest. Genau. Das heißt, ja, jetzt nur 2 zu 5. Es sind 7 Chests und in den zwei speziellen Chests müssen halt die beiden Keys sein. Es ist halt wirklich eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Wenn auch nur ein einziger Key woanders liegt in den anderen 5, dann wird Talan den halt bekommen können und hat damit genug. Ja, und damit bewegen wir uns auch schon aufs Big Key Guessing Game zu. Also schon mal eine Zahl zwischen 1 und 22 austinken. Und sobald unser Tracker dann das Spiel startet, schnell in den Chat hauen und ja, wenn was wer richtig ist, kriegt halt Punkte für das Leaderboard. Und wer falsch liegt, ja, der bekommt nichts. Außer wenn man noch quasi als zweites war mit dem gleichen Check, mit der richtigen Zahl, kriegt man zumindest noch 5 Punkte. Ja, Schulzer. Ja, er will natürlich hier den Fire Rod liegen und wenn der da nicht liegt, muss er einfach aufs Pad committen. Ja. Alles andere macht keinen Sinn. Ja, er hat schon 2 Pendants auch geklärt, also er wird halt, wenn der Fire Rod hier nicht liegt, dann halt direkt zum Pedestal laufen. Also. Ja. Er weiß halt, wenn der Fire Rod auf einem Crystal liegt, hat er schon verloren. Ja. Weil dann war halt der Swamp-Besuch völlig unnötig. Unwahrscheinlich, dass Talane den gemacht hat. Der Besuch in Thieves Town, okay, war nötig aufgrund der Boots. Wobei auch das eigentlich bisher nicht wirklich der Fall, oder? Hatten wir irgendwas, was von den Boots gelockt waren? Ein Herz. Und Bomben auf der Library. Und natürlich der Hauptstadt. Ja. Ach, stimmt, jetzt. Der Hauptstadt oben. Ja, klar. Ja. Er weiß jetzt natürlich, dass seine letzte Chance hier das Pad ist. Das heißt, er geht's direkt checken. Wird auch über die Dark World wahrscheinlich hingehen. Genau, weil wenn es der Fire Rod ist, kann er die Motte abschließen. Und ich hätte. Kostet es ihn keine Zeit. Und dann weiß er, dass Talane mit hoher Wahrscheinlichkeit das andere Play gemacht haben könnte. Ja, und selbst wenn nicht, dann geht er halt davon aus, dass Talane das ganz einfach effizienter gespielt hat. So, aber Talane ist inzwischen im Turm angekommen, findet einen kleinen Schlüssel, sagt sich, geht nach rechts. Die ersten 2 waren schon mal nicht. Und er geht das Gamble hier nicht ein. Ja. Soll ja Runner geben, die machen das ganz gerne mal. Aber normalerweise. Für einen Race sieht man das häufiger mal. Genau. Aber. Okay, ist ein sehr schlechtes Pattern, aber hat es noch geschafft.
Muss jetzt natürlich ein bisschen mit seiner Magie aushalten. Ja, aber es gibt auch einen Small Magic Pot da oben. Den wird er sicherlich gleich mitnehmen. Und Schulzer zieht jetzt das Pad, findet 50 Rubine da drauf. Und wird wissen, dass er, Pech hatte. Genau. Quake haben wir noch bei Talar, ne? Ja, ersten 6 Checks ohne Biki. Das heißt, die Leute, die tief gezählt haben, geraten haben, schon mal kein Glück. Auch die 7 hat nichts. Jetzt holt Schulz dann natürlich noch die restlichen Checks in Skullwoods nach. Und die 9 hatte den Wiki. Yep. Checkt hier nochmal kurz, ob er vielleicht nochmal die Silvers findet. Genau, hat auch in Turtle Rock die letzte Chest noch mitgenommen. Ja. Wenn da die Silvers noch rumliegen, dann ist man halt eh schon fast da und dann kann man die paar Sekunden auch noch aufwenden. Ne? Talane kann sich halt auch eigentlich relativ gut fühlen, weil er den Seed eigentlich relativ gut erwischt hat dafür, wie er war. Ja. Klar, Hookshot auf Agar ist immer so ein bisschen... Das Einzige, was er vielleicht, wo er sich schlecht fühlt, ist, dass er halt Mittelmeier ohne Lampe natürlich gemacht hat. Obwohl er wusste, wo die liegen müsste. Ja, aber wenn das das Einzige ist und du halt davon ausgehen kannst, okay, vielleicht ist deine Execution halt dieses kleine Stückchen besser. Ja. Das heißt, diese anderthalb Minuten kannst du schon irgendwie wettmachen. Und so extrem lang ist der erste Tipp nach Mittelmeier rein jetzt auch nicht. Da gibt es schlimmere Dungeons. Ja, das ist immer das Gute, wenn Dungeons halt mehr so über einen Hauptraum quasi verbunden sind. Also Turtle Rock und Icepit sind da ja schlimmer, weil es mehr so Schlauchlevel sind. Ah, jetzt wird es langsam zu einem 100%-Seed für Schulzer. Und er weiß halt, ja. Im Grunde hat er nur noch ja, oben die Spike Cave und ja, die Dungeons. Und natürlich oben noch Tower of Hera, das Firelocked Item. Ja, und der droppt das sich ja auch nochmal. Ja, wenn man weit genug weggeht, die spawnen einen Gegner. Und Talan hat noch ein bisschen Spaß mit Lenmo 2. Ah, Schulz holt sich hier noch zumindest. Obwohl hier. Ah, er entscheidet sich gegen das Firelock-Item bei Tower of Hera. Kriegt dann auch erstmal sein Schwert natürlich nicht. Ja, das ist jetzt natürlich. Schulz hat so viel Zeit verschwendet. Dann macht es einfach Sinn, jetzt die ganzen Off-Locations zu machen. Die Talan wahrscheinlich nicht machen würde. Geht hier auch auf Nummer sicher. Der Lampe möchte keine extra Potion benutzen. Ja. Ist natürlich ein Setup für. Falls man mal hier ohne Fire Rod reingeht, kann man das auch gut, muss man das halt auch können. Oder natürlich wie Talan ist, weil das er viel Magie vorher verbraucht hat. Oh, nimmt sich noch die Zeit, hier doch nochmal nach Silvers zu schauen, falls sie denn hier oben liegen. Wird es nochmal Zeit sparen. Ja, jetzt bleibt ihnen neben Tower of Hera eigentlich nichts anderes mehr übrig, als Kristalle zu farmen. Und würde dann auch leider feststellen, dass hier sein Fire Rod verlockt war. Da ist ein Talane schon beim Voldom 2 angekommen. Und schon wieder vorbei.
aber auch hier keine Silvers. Von daher wird sich Talana noch ein paar Mal im Kreis drehen müssen, hier vor dem Abschluss des Seeds. Also sehr ich wahrscheinlich, dass die Silvers jetzt auf der Left Side weiter liegen. Im Ganon's Tower. Ja, wir haben ja eigentlich fast alles andere gesehen. Ja, halt wie gesagt, ein in Tower of Hera, eine Truhe nicht. Ja, die ganzen Buchchecks natürlich. Das war es eigentlich schon fast. Alle zwei besiegt. Oh, und dann ist halt noch der Fight gegen Ganon mit dem Tempered Sword. 12 Slashes in der 6 Spins in der ersten Phase. 12 in der zweiten. Nach der dritten Phase werden wir auch herausfinden, wo denn noch die Silvers lagen. Aber auch hier 2 One-Cycles von Talana. Dem jetzt noch eine Feuerbett oder eine Feuerbett-Kreiselnde rausrutscht. Dann ist auch schon Phase 3 fast durch. Ich wollte schon sagen, er ist nett mit den Teleports, aber er kann es nicht sein lassen, dann noch mal ein bisschen zu ärgern. Kriegt hier auch, glaube ich, den ersten Spin rein und tatsächlich waren sie einfach im Tower. Hot-Glitch auch kein Problem. Ah, mit dem Fire-Rod muss man ein bisschen präziser sein. Geht ja auch für... Da hat Schulze sein Fire-Rod. Ja, noch rechtzeitig, bevor Talana fertig ist. Im Go-Mod. Ja, ein sauberer Gen-Fight hier. Also ich denke mal, das wird er nicht mehr hergeben. Und ja, damit ist Talana eine Runde weiter. Muss noch einmal die letzte Brücke überqueren, damit wir auch offiziell die Zeit nehmen können. Und das ist geschehen. Damit beendet Talana diesen Seed auf Platz 1 mit einer Zeit von 1 Stunde, 32 Minuten und 1 Sekunde. Und Schulze direkt hinterher das Forfeit. Weiß natürlich auch, nö. Hier braucht nichts mehr zu Ende gespielt werden. Ja, aber GG an Talana, GG auch an Schulze. Dann schauen wir mal, ob und wen von beiden wir vielleicht noch für ein Interview gewinnen können. Ich habe hier schon mal einen besiegten Schulze. Ja, GG. GG. Sehe auch schon, dass Talana sich bereit macht. Und da ist er auch schon. GG, Talana. Gratulation zum Sieg. Hallo. Ich glaube, ich brauche halt zu dem Ziel halt nichts zu sagen. Ich habe versucht, halt die Lampe zu skippen und es ist halt einfach komplett nach hinten losgegangen. Ich habe halt dann alles versucht, um das halt irgendwie zu retten. Aber der Firelord hat mich halt einfach sehr eich getrollt. Okay. Was hattest du gehofft, dass du die Lampe überspringen kannst? Ich meine, ihr beide habt. Hättet ja relativ früh wissen können, dass die Lampe in Isan Palace liegen muss. Ich habe auch gewusst, dass es in dem Bereich liegen muss, aber. Und das ja. Problem war halt auch, dass der Hookshot auf. Auf Lumberjack liegt und ich weiß, dass mein Gegner havern kann. Und wir hatten Pendant Swamp Palace. Das hat
alles nicht so gepasst. Und dann habe ich halt gehofft, dass ich den Hookshot halt irgendwie sofort brauche. Und dann bin ich halt sofort hochgegangen. Das habe ich halt dann so durchgezogen. Ja, aber dann lag er zum Glück bei alles, was Havasit hätte auslösen können, hinter dem Hookshot quasi. Also gerade der Spiegel. Aber ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl gehabt, da auch durch den Agar-Tod war ich da, hätte ich es auch wahrscheinlich nicht mehr gewonnen, selbst wenn ich dann sofort die Lampe und den Firelord gefunden hätte. Ich weiß es nicht. Ja, letztendlich, das war dann genau der Zeitpunkt. Talane halt schon ein Stück früher den Hookshot gesehen und dementsprechend ein bisschen früher in Agar Tower reingegangen. Hat es beim ersten Mal auch geschafft. Hatte schon das Tempered vom Berg, das war vielleicht wichtig. Das hat das Ganze natürlich nochmal etwas einfacher gemacht. Ja, oder man benutzt halt einfach Bombos. Ja, aber das ist mir das halt im Moment einfach nicht eingefallen. Ja, habt aber beide nicht dran gedacht. Aber dann... Gut, du hast letztendlich drauf gespielt, den Fire Rod dann eben nicht hinter der Lampe zu finden und dem war nicht so. Von daher, ja, kann man dann auch gegen einen so starken Gegner halt einfach nicht mehr viel machen. Aber ja, dann Talan, vielleicht zu dir. Wie ging es dir dann so durch den Seed durch? Ich meine, Hookshot auf Lumberjack ist ja jetzt auch nicht unbedingt das, was man immer gerne sieht. Ja, ist richtig. Ich würde sagen, generell ganz gut gefühlt die ganze Zeit. Allein schon direkt am Anfang zuerst Sauscher gemacht, dann direkt mit dem Hammer nach Kakariko gegangen, konnte direkt in die Dark World quasi, sag mal, Boots fast so schnell bekommen, wie es ging. Das Schwert aus Skywoods auch direkt, also da muss ich sagen, der Start war schon mal sehr, sehr nice und ansonsten hat sich alles relativ gut angefühlt. Ich hätte vermutlich Pot vor Agar Tower machen sollen. Das Problem ist, vielleicht hätte ich dann einfach nie die Lampe geholt und das wäre ein bisschen anders ausgegangen, von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass ich so rumgemacht habe. Ja, weil ich glaube, als ich nach Agar Tower gegangen bin, hatte ich nur noch Pot und Eastern und ja. Ja, was mich dann dafür entschieden. Was passiert, wenn man Freepot macht, hat uns Schulzer gezeigt, weil der hat die Lampe dann sehr lange nicht abgeholt und erstmal alles andere gemacht. Ja, das war, denke ich mal, auch spielentscheidend dann. Ja, ich habe einfach gehofft, dass Progression hinter Hookshot ist. War es ja dann im Endeffekt auch und glücklicherweise auch der Spiegel. Ich weiß nicht, wann ich sonst ohne Spiegel jemals wieder nach Eastern Palace gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch erstmal alles andere geklärt. Ja, ansonsten Execution vor die Frage kommt, weil gestern auch gefragt wurde. Ich denke, war okay, war nicht hervorragend, war auch nicht schlecht, war so Medium, würde ich sagen. Und ja, ich bin froh, weil Schulzer ist ein starker Gegner, 2-0 ist nicht schlecht und mal gucken, wie es weitergeht im Turnier. Ja, ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht genau, wo du im Bracket stehst, wer jetzt dein nächster Gegner sein könnte oder ob der schon feststeht. Du oder Ray. Ah, okay. Ja gut, wir haben es dann noch ein bisschen spannend gemacht. Wir haben gedacht, Mittwoch habe ich Ray gerendert oder Ray gerendert. Heute durfte ich gerendert werden. Dementsprechend freuen wir uns dann noch auf eine weitere Runde gerendert werden. Vielleicht dann morgen. Ja. Wer wäre denn lieber? Ich muss auch sagen, das erste Spiel. Oh, ja, Talan erstmal. Nee, sag du ruhig, alles gut. Ja, das erste Spiel habe ich halt einfach gefühlt durch die Execution verloren und halt auch ein bisschen Pech gehabt in Maya. Heute liegt auf der rechten Seite natürlich noch ein Schlüssel und nicht der Big Key. Gestern lag er da und da habe ich auch halt Execution nicht gut aufgepasst und habe ich halt meiner Meinung nach halt eine gute Swiss-Runde hingelegt. Da kam das Spiel gegen Cem. Muss man ja nicht drüber reden. Und seitdem war wahrscheinlich auch ein bisschen die Luft raus und ich habe halt auch einfach in den beiden Spielen gegen Talane einfach nicht gut gespielt. So, zu eurer Frage, gegen wen ich lieber spielen würde, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich weiß, dass du schon eine Weile dabei bist, Rallen. Über Ray weiß ich gar nichts. Deshalb, keine Ahnung, kann ich gar nicht sagen, wer jetzt irgendwie stärker oder schwächer ist. Ich sag mal, für die Zuschauer natürlich ist das stärkere Matchup dann interessanter. Man selbst wünscht sich dann natürlich irgendwie, vor allem so gegen Ende von so einem Turnier, immer die schwächeren Spieler. Kann ich jetzt gar nichts zu sagen, leider.
Ich weiß nicht, ja, also der Unterschied ist. Ich kann dich da aber auch leider nicht so tatsächlich erleuchten, denn Ray ist zwar noch neuer im Vergleich jetzt zum Beispiel zu mir oder so, aber ist durchaus auch schon länger dabei als manch andere Neue, die wir hier im Turnier gesehen haben. Und Ray ist nun mal, glaube ich, auch meines Wissens nach 4-1 aus der Swiss rausgegangen, weil ich war ja der niedrigere Seed. Und ich bin immer vorsichtig mit so, also mit der Swiss Round, weil es ist halt sehr schwierig, nach 5 Games, wir alle kennen ja Randomizer, man verliert dann halt auch mal, auch wenn man jetzt vielleicht der Favorit war oder ähnliches. Und B, man kann halt Glück oder auch Pech haben mit den Gegnern. Ich meine, jeder, der jetzt zum Beispiel dann gegen Jam drangekommen ist, würde ich einfach pauschal sagen, hat halt Pech gehabt in der Swiss Round. Und gegen andere Leute gewinnt man dann halt eher mal. Ja, schwierig, also verstehe ich. Schwierig zu sagen, ob das halt sehr viel Einfluss hat. Na, klar muss man jetzt, also kann man nicht ganz schlecht sein, wenn man 4-1 da rausgeht. Ja, aber das ist halt so der Punkt. Auch unsere beiden Matchups, ich würde uns vielleicht gar nicht so unterschiedlich stark einschätzen, sondern dass wir schon sehr ähnlich beisammen sind. Aber unsere Races haben es halt einfach nicht hergegeben. Denn letztendlich, das erste Race habe ich dadurch gewonnen, dass ich einen frühen Graveyard Edge gemacht hatte, was mein Gegner last located hat. Und jetzt im zweiten Match habe ich halt einen sehr späten Somaria gehabt, den Ray früh gefunden hat und damit zum Beispiel nie in Swamp rein musste. Und ja, es waren letztendlich halt zweimal Routing-Entscheidungen, die einen relativ deutlichen Unterschied am Ende ausgemacht haben. Was beides ansonsten vielleicht spannende Races gewesen wären. Wir schauen, wie es dritte ausgeht und vielleicht kann man dann mehr sagen, wer davon jetzt der stärkere Gegner gewesen wäre oder auch nicht. Ich will vielleicht immer noch für mich in Anspruch nehmen, dass ich vielleicht durch die Erfahrung den Hauch diese leichte Spur runder bin, leichte Spur stärker, aber ich denke, egal gegen wen du antrittst, das ist auf gar keinen Fall ein schwacher Gegner. Also, jo, denke ja. Ich auch. Wir müssen nur mal schauen, weil ich ab Mittwoch quasi wenig Zeit habe, egal gegen wen ich dann spiele, ob wir vielleicht Sonntag schon, also übermorgen schon direkt ein Match machen können und Montag, Dienstag vielleicht noch die anderen beiden, wenn das irgendwie hinhaut. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht, weiß auch nicht, wie es bei Ray aussieht. Erstmal gucken, wer morgen gewinnt, denke ich. Ja, schauen wir, wer morgen gewinnt. Wobei ich da schon sagen könnte, persönlich hätte ich die Zeit dafür auf jeden Fall. Also das wäre dann insofern kein Problem. Ja, bei Ray müsste man mal schauen. Aber ja. Ich glaube, wenn ich ihn einfach besiege, das nehme ich mir einfach mal vor, dann haben wir das Problem gar nicht. Ja, mach mal. Ja, aber dann denke ich, würde ich euch heute auch entlassen. Ihr habt einen Seed erlebt, der eine vielleicht ein bisschen glücklicher damit, der andere verständlicherweise vielleicht etwas angefressen, aber ja, das ist Rando und es werden auch wieder bessere Seeds kommen, es werden neue Turniere kommen und da, denke ich, hat man wieder eine neue Chance, von daher. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass ich spätestens nach einer Stunde eigentlich hätte dort Forfeit eingeben können und es hätte keinen Unterschied gemacht. Wie es letztendlich gelaufen ist mit den Entscheidungen, vermutlich, aber man kann es halt auch nie wissen, weil am Ende hat Talane genau dieselben Entscheidungen getroffen wie du. Ne, und wer weiß, dann hast du halt vielleicht das Glück beim GT oder so und gewinnst dann es doch. Aber ja, ich möchte mich auf jeden Fall einmal sehr herzlich bei euch bedanken. Ne, zum einen für das Race, dass wir euch hier restreamen durften, zum anderen nochmal dafür, dass ihr euch auch beide hier nochmal zum Interview getraut habt. Und euch den überraschend kreativen Fragen gestellt habt, die ich ja noch nie in irgendeinem Interview berat hatte. Aber ja, weil danke dafür. Ja, danke euch auf jeden Fall auch mal wieder für Commentary und danke Daruk für Kraken und alle anderen fürs Zuschauen. Dank Schulze für die Matches. GG. GG. Dann kann ich mich aber auch da nochmal Talan anschließen. Danke vor allem an Maya fürs Mitkommentieren. Danke an Daruk fürs Tracken. Naja, vielleicht du noch ein paar Worte für uns. Ja, auf jeden Fall dann noch die kommenden Matches genießen. Wir sind ja bald mit der ersten Runde durch. Ja, da kann man vielleicht noch den Ausblick geben auf morgen, denn da steht noch, wie das von Talan schon angesprochene Spiel 3 zwischen Ray 07 und mir an. Also wer gewinnt, ist weiter, wer verliert, ist raus und der Gewinner darf dann sich gegen Talane beweisen.
und zeigen, dass der Sieger des ersten Turniers nicht unbedingt auch hier gewinnen muss. Ja, aber und natürlich noch Error gegen Hizoyan. Die haben direkt 3 Matches hintereinander eingeplant. Also. Genau. Also, wer sich das anschauen möchte, Eri ging hierzu, feuern alles einfach nacheinander raus. Es werden auch immer sehr, sehr spannende Matches. Ich hoffe, wir kriegen auch sehr, sehr tolle Races zu sehen. Die Fähigkeiten haben beide dazu. Ja, und mal sehen, ob jemand vielleicht irgendwann konzentriert wird mit der Zeit, weil wenn man dann 4 Stunden geraced hat und dann noch eins machen muss, das ist schon hart. Ansonsten, wir sind ja, wir sind noch auf dem Channel mit dem Bot, glaube ich. Von daher, wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auf jeden Fall unseren Runnern einen Follow da lassen. Genau, da habt ihr einmal die Links dazu. Spielen eigentlich, zumindest Schulze weiß ich, spielt auch so gerne mal viel Rando. Talana hat man, glaube ich, zwischen den Turnieren eher weniger gesehen, aber trotzdem immer wieder schön, wenn er dann dabei ist und ihm auch zuzuschauen, ist halt nun mal einer unserer Stärksten und dementsprechend kann man da auch ruhig die Unterstützung da lassen. Freut sich sicherlich darüber. Ansonsten natürlich auch nochmal von unserem Kommentatorenteam. Ja. Könnt ihr natürlich auch gerne folgen. Ansonsten alle Infos zum Turnier oder wenn ihr selbst euch mal fürs Tracking oder Commentary bewerben wollt und dann eure Stimme hier zu hören sein darf, während da 2 Leute Rando sich um die Ohren werfen. Joint doch den Discord, die entsprechenden Links habt ihr hier auch nochmal alle. Wir freuen uns auch immer über Nachwuchs. Ihr werdet da nicht alleine gelassen. Ja. Also wenn ihr da Interesse habt, Fragen habt oder so, es gibt immer nette Leute, die bereit sind, da euch zu helfen. Und ja, ansonsten denke ich, war es das auch genug Rumlaberei von meiner Seite. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und seid auch beim nächsten Race dann oder bei den nächsten Races morgen wieder fleißig dabei. Bis dahin, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und ja. Gute Nacht.